Speicher nochmal. Da drin ist auf jeden Fall nochmal einer. Den machen wir auch gerade nochmal platt. Ich meine, das sollten wir ja noch irgendwie hinkriegen. Genau. Aber ich glaube, das ist ein harter Brocken. Kommt er hier? Also eigentlich müsste ich mein ganzes Team da reinschicken. Ich habe ja gespeichert, von daher gucken wir einfach mal. Ah, ja, so viel dazu. Aber Robin und Stein haben ein bisschen was abgekriegt. Okay, Moment, Robin. Untersuchen wir den Mutanten mal. Naja, gut, so besonders war der jetzt anscheinend auch nicht. Ich war aber schon... Jetzt bin ich auch wieder komplett voll. Dann lege ich mal... die hier weg. Ja. Dann lege ich halt noch die Uzi weg. Und... das hier nehme ich gerade mal. Jetzt habe ich noch 4 zu viel, also nehme ich halt eine davon weg. Es ist so schrecklich, ich will die alle mitnehmen, weil wir die ja verkaufen können, aber... naja, man muss eben auch Opfer eingehen. Moment, dann er hier nochmal. Kann ich hier irgendwas mitgehen lassen? Hm, hier ist noch ein Wandregal. Ja, ich hätte mir den Mutanten etwas schwerer vorgestellt, naja. Wir haben auch alle zu dritt auf ihn eingeschossen. Buch der Wissenschaft. Moment. Der Wissenschaft. Ich glaube, Peter war da noch am besten. Ja, Moment, 71. Eisert 30. Robin 29. Und Stein hat 4. Ich glaube, der ist in Wissenschaft... ist irgendwie komisch. Ich habe den Stein irgendwie so als den Wissenschaftler eingeschätzt. Vielleicht, weil sein Name mich an Einstein erinnert. Das kann gut sein. Wie dem auch sei. Wandregal. Okay. Buch der Wissenschaft. Ja, jetzt bin ich natürlich überladen, aber wir können das gleich lesen und dann verschwindet das auf wundersame Art und Weise. Genau, und jetzt haben wir 86. Wow. Die Bücher sind wirklich ordentlich. Gut, dann ab nach draußen, ne? Dann klappern wir hier einfach mal alle Gebäude ab, würde ich sagen. Aber... jetzt sind die beiden aber schon ordentlich angeschlagen. Robin. Hm. Peter. Ich kann die auch nicht mehr bandagieren. Nein, leider nicht. Ich habe noch ein... oder habe ich noch irgendwelche Stimpaks? Wenn nicht, wäre das sehr ungünstig. Eis... hat soweit auch keine mehr. Nee, ich habe anscheinend wirklich keine mehr. Tja. Das ist natürlich unschön. So. Kommt das Gebäude noch rein? Hier ist anscheinend auch keiner mehr drin. Ist hier noch jemand drin? Ich glaube, da kommen wir gar nicht rein. Oh, da drüben sind noch welche. Ja. Okay, da müssen wir jetzt aber aufpassen. Oh, Stein und Robin, die sind echt ordentlich angeschlagen. Ich würde da... ja, wow. Woran ist denn der Supermutant? Ja, der Supermutant hat... oh, Mann. Da kommen immer die Schüsse aus dem Nichts geschossen und ich bin erstmal verpeilt. Wie immer eben. Okay, wir laden noch einmal. Ja, Spiel. Lässt sich gerade wirklich Zeit. Sind aber schon wieder etwas länger am Aufnehmen hier. Hm. Was will man machen? Moment, lebt der jetzt noch? Ja, leck mich doch am Arsch. Oh, Entschuldigung. ja, so viel dazu, dass ich immer speichere. Okay. Entschuldigt meine vulgäre Aussprache. Ich bin... ja, komm hier. So. Munition. Ich bin natürlich wieder direkt überladen. Ich lege jetzt einfach mal eine von den Waffen hier raus. Die sind mir nämlich jetzt auch mehr oder weniger egal. Dann schnapp ich mir nochmal das Buch hier hinten. Und dann, Moment, mitnehmen. Dann können wir gleich weitergehen. Sehr gut. Und raus hier. Oh Mann, ey.
Es ist auch manchmal schwierig, den richtigen Moment fürs Speichern zu finden. Muss man dazu auch noch sagen. Okay, alle hier. Speichern. Und dann machen wir direkt weiter. Ich meine, munitionstechnisch scheinen die ja alle gut ausgerüstet zu sein, ausnahmsweise mal. Daran hat es ja immer in den letzten Missionen gehakelt. Ja, wobei die auch schon ganz gut angeschlagen sind. Ja, gucken wir mal. Ja, da vorne sind schon noch ein paar. Okay, der hat nicht. Was hat denn der wieder für eine Waffe? Ich meine, der hat uns aus der Entfernung ordentlich Schaden zugefügt. Tja, ne? Kann ja mal passieren. Also gut, dann machen wir das nochmal. Naja. Ich glaube, ich platziere einfach. Wer sind nochmal die Scharfschützen hier? Robin und Eis, ne? Ja, genau. Dann sollen die beiden einfach mal rausgekrochen kommen. Dann platziere ich die hier irgendwo und die sollen einfach mit dem Scharfschützengewehr die Gegner abschießen. Ja. Huch. Achso, da ist ja auch noch einer. Glaube ich. Ja. Ich weiß nur, dass hier drüben noch welche sind. Aber ich kann die auch gerade eher schlecht ausmachen. Der hier. Okay, die anderen beiden sind da hinten. Ah, da sind schon noch einige. Die Musik wird auch schon wieder spannend. Okay, kann sein, dass wir jetzt drauf gehen, weil hier sind nochmal zwei drin und die treffen wir dann doch eher schlecht als recht, ja. Dann sollten wir vielleicht nochmal alle vier zu der Hütte hier schicken. Spielladen, genau. Und gucken, ob wir dann die beiden nochmal erledigen. Die hatten wir schon mal vorhin erledigt in einem anderen Spielstand. Und dann sind wir ja erst in den Westen gegangen. Dann sollen einfach mal alle vier hier nach drüben flanieren. Genau. Dann greifen wir einfach mit der vollen Power an. Full Power! Genau. Naja. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ah, okay. Wir haben nur von dieser Seite hier geschossen. Es geht manchmal so schnell, dass die Charaktere tot sind. Das kriegt man gar nicht richtig mit. Ist echt schön. Oh mein Gott. Ich werde drei Kreuze im Kalender machen, wenn ich hier endlich die Mission abgeschlossen habe. Besonders, wir müssen ja noch alle erledigen und dann müssen wir nochmal zum Bischof. Der Sau. Aber wir kriegen ja seine Atombombe, also, ne? Wir machen das jetzt hier nicht umsonst, glücklicherweise. Wäre ja noch schöner. Ja, die Eis, die hängt da hinten irgendwo rum. Kein Problem. Ich glaube, hier sind auch noch mal zwei direkt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Also, da drin ist noch einer. Ich werde hier immer getroffen. Ich krieg das auch nur halb mit. Ja. Ich glaube, er trifft mich nicht wirklich. Dann mache ich das gerade mal mit Eis. Ja, komm schon. Ja, verdammt. Okay, Peter. Top. Sehr gut. Das hatten wir erledigt. Eis. Ich glaube, da, also da drin ist auf jeden Fall noch einer. Den habe ich gesehen. Die beiden können auch noch mal ankommen. Genau, dann könnten wir zumindest den mal erledigen und wären etwas weiter vorgeschritten. Okay. Gucken einfach mal. Ich kann es natürlich auch einfach speichern und wir können da zu viert reinrennen und den einfach abknallen.
was nicht immer so gut funktioniert hat, erfahrungsgemäß. Aber hey. Wir machen das hier ganz sport. Ah, da ist ja noch einer. Ja, 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 komm hier. Du mich auch, Freundchen. Es sieht noch am besten aus hier. Also lebenstechnisch. Den Pixel nachzuurteilen, kann ich sie leider nicht weiter einschätzen. Sie ist eine resolute Frau. Das kann ich schon mal sagen. Sehr resolut. Wo ist denn der Typ da? Moment, kann ich den vielleicht aus der Entfernung mit dem Scharfschützengewehr irgendwie loswerden? Ja, das könnte sogar ganz gut gehen. Und eins, du Wicht. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich früher oder später. Ja, Stein abknallen, das war mir klar. Oh, das sind doch noch einige. Ach man. Besonders den Entwicklern hat es echt nicht gereicht, dass sie uns diese Mega-Wellen entgegenschicken. Nein, wir müssen jetzt noch hier einzelne Truppen von den Mutanten erledigen. Bevor wir diese verdammte Bombe kriegen. Naja, und dann behüte Gott. Hoffe ich mal, dass die Bruderschaft da keinen Unsinn anstellt. Achso, ja, der ist ja schon erledigt, genau. Moment, dann kann sie schon mal hier außerhalb. Ja. Genau. Ja. 60 Trefferpunkte noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Moment, dann kann ich ja nochmal Robin dahin schicken. Hahaha. So. Genau. Jetzt einfach mal beide draufschießen. Und das war's mit ihm. Sehr schön. Gut. Gut, sehr gut. Ich glaube, da hinten ist vielleicht auch noch mal einer. Müssen wir mal gucken. Also einer ist auf jeden Fall noch im Gebäude drinnen. Spiel speichern. Mhm. Wir müssen jetzt, glaube ich, wirklich alle eins nach dem anderen rauspicken und dann erledigen. Scheint noch die beste Option zu sein. Ich muss mal aufpassen. Hier hinten sind aber keine direkt. Doch, da ist einer. Der hat uns aber noch nicht entdeckt. Und dann sind noch mal. Ach, das ist schon direkt hier. Hier müssten aber auch noch ein paar sein. Ich glaube, drei Stück sind hier auf jeden Fall noch. Müssen wir mal gucken. Genau, da ist noch einer. Moment, ich gehe nochmal kurz zurück. Ich schicke jetzt einfach die Scharfschützen auf die. Geht ehrlich gesagt so am einfachsten. Also die beiden. Genau. Oh, K.O. geschlagen. Das ging doch schon erstaunlich schnell. So. Na komm. Ach, da drüben ist auch noch... Wie viele sind denn das bitte? Gut. Da drin ist auch noch einer. Also ich habe das Gefühl, es wurde hier dezent übertrieben mit den... mit den Mutanten. Ich bin nicht sicher, wie ich darauf komme. Also, ja, komm. Schick uns noch 100 Mutanten entgegen, ist gar kein Problem. Oh, Gottes Willen. Also das Spiel hier ist echt eine Sache für sich. Okay, da hinten ist noch der Typ. Jetzt bewegt er sich da noch weg. Na danke. Ja, ich müsste den eigentlich von hier aus irgendwie sichten können. Vielleicht. Okay. Die beiden hier. Hm. Okay, Eis wurde getötet. Neuer Versuch, neues Glück. Ihr kennt es ja. Mir bleibt da ja leider nicht sehr viel übrig. Laden. Für die Ladescreenshots hier auch immer sehr interessant. Naja. Okay.
Kann ich irgendwie. Ich kann aber nicht hier lang. Ja, müsste ich den ganzen Umweg hier gehen. Kann ich aber mal machen. So viel Zeit muss sein. Ja. Ich sehe den da. Wo ist denn der hier hin? Hallo, Kollege. Na toll. Okay. Moment. Ich gehe mal etwas zur Seite. Moment. Ja. Eis kann gerne mal schießen. Die beiden Kollegen hier können jetzt mal von der Seite hier angetanzt kommen. Erledigt. Sehr gut. Hier sind auch wieder alle fast tot. Großartig. Speichern. Jeder gewonnene Kampf führt uns näher zum Sieg. Denn ihr müsst bedenken, die Schlacht haben wir gewonnen, aber nicht den Krieg. Oder so ähnlich. Denn ihr wisst ja, das ist Krieg. Das ist Sparta. Naja, so ähnlich zumindest. Das hat doch erstaunlich gut geklappt. Der hat noch zwei, da drin ist noch einer. Sehr gut. Den hätten wir auch erledigt. Hier ist auch noch irgendwie so ein Gebäude. Also ich mag ja die Maps. Die sind schön detailliert gemacht und man kann hier auch so ein bisschen erkunden. Aber das ist schon echt ganz ordentlich, wenn ihr überlegt, wie lange wir jetzt an dieser einen Mission hier schon hängen. Also, naja, so über 2 Stunden schon. Was noch in Ordnung ist, ehrlich gesagt. Da habe ich schon mal länger gebraucht. So, lass ich einfach mal liegen. Okay, ich kann die immer noch nicht bandagieren, oder? Eis anscheinend schon. Ich kann Eis bandagieren. Das ist sehr gut. Da drin ist übrigens noch einer. Der ignoriert uns einfach mal gekonnt. Ich meine, wenn er uns nicht sieht, dann sind wir natürlich nicht da. Naja, vielleicht können wir ihn dann in den Rücken schießen. Das wäre schon mal ganz gut. Eis, genau. Gut, dann kann nämlich Peter nochmal sein Verbandszeug auspacken. Einmal das da. Ja. Und damit können wir nochmal Eis heilen. Zumindest eine Sache. Das ist schon mal viel wert. Genau, sie ist auch bandagiert. Alle sind bandagiert, das heißt, wir können sie nicht heilen mit Erste Hilfe. Naja. Sie sind noch mehr oder weniger am Leben alle, von daher speichern wir. Ich glaube, es sind aber wirklich nicht mehr viele. Der eine hier drin noch. Ja, hier außen wird, glaube ich, keiner mehr sein, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Hier, ja, nee. Müssen wir mal gucken. Also hier sind auf jeden Fall noch drei, das weiß ich ganz sicher. Hier sind noch 3 Stück. Hier müssten auch noch 2 sein. Und von mehr weiß ich auch nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, wir werden darüber informiert, wenn wir alle getötet haben. Ich meine hier auch noch: Suche und zerstöre die Befehlshaber der Supermutanten, die ihre Lager um die Kathedrale aufgeschlagen haben. Also ich denke mal, wir werden dementsprechend auch noch informiert, wenn wir alle erledigt haben. Das würde mich zumindest sehr freuen. Wäre ja nicht schlecht. Robin. Moment. Speicher nochmal. Sicher, sicher, dass ich hier auch die richtige Position und so weiter habe. Okay. Na toll. Nein, nicht näher. Nein, nein, nein. Oh, Mann, es geht doch nicht näher dran. Pass bloß auf, Junge. Okay. Würde ich sagen, stürmen wir mal die Bude. Naja. Sturm habe ich mir etwas anders vorgestellt, aber immerhin. Okay. Ich will die hier nicht alle auf einem Fleck haben. So, einmal hier nach drüben.
Ja, oh Gott. Oh, Gott sei Dank. Huh, das haben wir ja nochmal glimpflich gelöst. Okay. Der hat immerhin Munition dabei, die wir gebrauchen können. Die Waffe nehme ich jetzt einfach mal nicht mit. Ganz bewusst. Noch mehr Munition und Drogen. Naja, ich meine, Munition und Drogen sind so unter anderem die wichtigsten Sachen hier im Ödland. Hier noch irgendwas? Regal, da waren wir schon. Supermutant. Ja, ansonsten können wir eigentlich verschwinden, würde ich sagen. Sind ja noch alle am Leben. Mehr schlecht als recht, ehrlich gesagt. Aber noch am Leben. Okay, und hier drüben, ja. Also wie gesagt, hier sehe ich auch schon mal zwei und da drin war auch noch mal, genau, hier ist auch noch mal einer. Vier sind's. Und die sind auch relativ schwer bewaffnet. Vier relativ gut bewaffnete. Oh mein Gott. Also es wäre jetzt wahrscheinlich wirklich am besten, einfach einen nach dem anderen so gut es geht auszuschalten. Dann haben wir nämlich die Chance, dass wir hier noch alle lebendig rauskommen. Und das wäre eigentlich noch am besten. Wie gesagt, in dem Gebäude sind, glaube ich, auch nochmal zwei drin. Genau. Da drüben. Bäh. Ihr könnt ruhig auf ihn schießen. Robin. Kann ich hier irgendwie. Nein, das. Ist eher suboptimal. Aber hier scheinen sie ihr Lager zu haben. Hier können wir vielleicht gute. Ups, Moment, laden. Hier können wir vielleicht guten Gewinn machen. Und unsere Vorräte auffüllen. Eventuell müssen wir dann aber mal sehen. Ja, okay. Sehr gut. Ja. Also, wie machen wir das jetzt am besten? Ja, die da hinten. Ach Mann, das ist alles irgendwie. Das wird alles stressig. Das kann ich jetzt schon sagen. Jetzt kommen die natürlich auch noch alle angelaufen. Okay. Aber den hier erwische ich ja soweit, anscheinend. Gucken wir mal. Robin. Sehr gut. Okay. Jetzt ist die Frage, wo sind die anderen beiden hin? Die laufen hier natürlich jetzt frei herum. Speichern. Wir müssen gucken, wie wir es anstellen. Aber die beiden Scharfschützen hier sind gerade Gold wert. Da drüben ist noch einer. Okay, Moment. Ja, Eis. Bisschen nach drüben bewegen. Wie gesagt, wenn wir sie eins nach dem anderen auslöschen, dann haben wir immer noch die besten Chancen. Verdammt. Was versteckt der sich da drin? Naja, wenn ich meine Charaktere wieder bandagieren könnte, dann würde die Sache wieder ganz anders aussehen. Aber, naja. Durch diese Einschränkungen ist das dann eher. Ah, ich bin zu nah dran, ich muss weiter weg. Wenn wir zu nah dran sind, dann können wir uns auch gut Schaden machen. Wenn wir hingegen weit entfernt sind, dann haben wir noch die Chance, dass sie uns nicht wirklich erwischen können, aber wir sie. Zumindest als Scharfschützen. Und ihn hier treffen wir zum Beispiel, aber er trifft uns nicht. Der hat noch 12 Leben. Na komm, den werden wir aber auch noch fertig kriegen. Da drin ist übrigens auch noch einer, natürlich. Es werden echt nicht weniger, gefühlt. Erledigt man einen, kommen noch zwei dazu.
Das sind auch noch zwei. Oh Gott. Also, ganz ehrlich, die Entwickler haben hier nicht gespart. Der ist tot. Sehr gut. Okay. Kurz mal weggehen. Das ist es mir wert, einmal zu speichern, würde ich sagen. Wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Ich bin zwar schon ein bisschen beschugge, weil ich jetzt auch schon wirklich sehr lange aufnehme. Naja, also. Ich meine, in Relation gesehen, geht das eigentlich noch. Ich meine, die Fallout Tactics Folgen sind auch sehr lange, deswegen muss ich da nun mal auch wirklich... Hey, das sind... Achso, ja, das sind noch zwei drin. Nee, nee, ist richtig. Ich glaube, da ist vorhin nur einer reingeflüchtet. Ah. Ja, ich lade jetzt nochmal... Moment, bevor wir nochmal neu laden, sehe ich mich hier einmal um. Da hinten ist noch einer. Da sind noch zwei drin. Und in dem Gebäude sind noch zwei. Naja, einen nach dem anderen laden. Ja, nochmal. Eis hat nämlich ordentlich Schaden abgekriegt. Deswegen lieber nochmal laden. Wir haben ja die Möglichkeit, hier in Fallout so einige Spielstände anzulegen. Aber wir schaffen das, das weiß ich. Das könnt ihr mir glauben. Genau, und hier sind auch nochmal zwei drinnen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist natürlich die andere Frage. Die haben auf jeden Fall ein Eisfach. Und ein Regal und ein Wandregal. Ist das nicht schön? Ach ja, das sind sogar drei. Natürlich. Ah, können das nicht mal weniger werden? Es werden immer mehr. Erst dachte ich, da wäre nur einer drin. Dann zwei, jetzt sind es drei. Hey, warum nicht? Schickt mir eure ganze Armee entgegen. Gegen das B-Team. Ich laufe jetzt mal hier lang. Ich umgehe das jetzt einfach mal gekonnt nach unten. Und bin schon gespannt, wie viele Mutanten mir hier entgegenlaufen werden. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, hier sind wir so weit noch. Obwohl, na, gucken wir mal hier rein. Hier ist keiner drin. Oh, Gott sei Dank. Einmal. So, Moment. Okay, Peter nochmal rein zum Wandregal. Ja, Peter, bitte, bitte hier lang gehen, Peter. Danke, Peter. Du bist ein toller Mensch. Oder eben mit ihm. Gut, Wandregal nochmal durchsuchen. Und ein Buch der Wissenschaft. Das sollte sich am besten der Peter schnappen. Der ist nämlich hier versiert in dem Bereich. Ein wahrer Wissenschaftler. Der hat so viele Bücher gelesen, das glaubt ihr gar nicht. Mehr als ich. Zumindest. Und das sagt schon eigentlich nichts aus. Ich lese nicht sehr viele Bücher. Aber ihr wisst es ja. Bücher bilden, aber Let's Plays auch. Manchmal. Kommt drauf an. Na schön. Gehen wir mal hier lang. Natürlich, da ist auch noch einer. Habe ich gespeichert? Wahrscheinlich nicht. Das war ein Fehler. Ja. Gut zu wissen, dass da einer ist. Die werden echt nicht weniger. Wie viele Mutanten sind auf dieser Map? Mich würde hier mal die Zahl interessieren. Wie viele Mutanten sind hier insgesamt auf dieser Map, in dieser Mission? Das ist ja abartig. Also ernsthaft jetzt, ich weiß nicht, welche Ansprüche die an die Spieler stellen. Also, ja. Aber ich bin da, ehrlich gesagt, etwas überfordert. Man merkt es vielleicht. Genau, Peter kann dann mal hier reingehen wieder. Das kriegen wir hoffentlich noch hin. Bücher. Na, Wandregal. Genau, das lesen wir wieder direkt. Dann wissen wir Bescheid. 99 haben wir schon auf Wissenschaft. Und ich glaube, ich habe die Fähigkeit noch nie eingesetzt. Naja. Genau, hier ist ja noch einer. Den sollten wir am besten mit unseren Scharfschützen eliminieren.
Genau. Vielleicht etwas aus der Entfernung. Speichern. Wie ich hier wirklich jeden einzelnen nacheinander erledige. Das dauert echt. Ja, genau. Okay. Peter, wie sieht's aus? Wie viel Leben hat er? Noch 70. Ich gehe mal etwas weiter zurück. Okay, aber der Mutant ist ja noch am Start. Moment, Robin. Hallo, der Herr. Ah, da ist auch noch einer drin. Natürlich. Ich sag doch, es werden nicht weniger. Das ist doch echt traurig. Da sind sogar zwei drin. Natürlich. Können wir irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht. Schade. Hätte ja sein können. Ich gehe dann gerade mal. Da können wir auch nicht rein. Feuchtig. Eis. So, jetzt. Den sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Okay, Moment, Peter. Er hat noch 38, ja. Sollte also machbar sein. Die beiden können schon mal in die Richtung hier gehen. Genau. Da sind also noch zwei drinnen. Okay. Moment, ich muss noch mal kurz den Überblick hier behalten. Ich glaube, genau hier müsste noch einer drin sein. Und in dem Gebäude sind noch zwei. Wahrscheinlich sind hier irgendwo auf der Karte noch welche. Aber dann dürften wir zumindest den größten Teil haben. Sehr schön. Okay, die beiden können sich dann auch mal in die Richtung hier aufmachen. Ja, speichern können wir. Hoch. Ah. Irgendwie können die mich da ausmachen. Das ist nicht gut. Dann machen wir es noch alle am Leben. Ja, speichere ich trotzdem nochmal. Ah, das ist wieder echt kritisch. Ah, es sind drei Stück ernsthaft jetzt. Drei. Natürlich. Warum denn nicht? Robin. Also er kann mich auf jeden Fall von da aus treffen. Ja, ist jetzt nicht schlimm, ich habe ja gespeichert.